Heutzutage gibt es ja immer mehr Möglichkeiten, wie eben Computer- und Videospiele verbreitet werden, sei es als Downloads über den App Store, sei es über den ganz klassischen Handel, wie man es noch kennt. Und durch diese verschiedenen Distributionswege ist natürlich auch der Jugendschutz ziemlich gefordert und steht vor neuen Herausforderungen, weil eben die Computerspiele, wie sie früher ganz klassisch geprüft wurden, also Computerspiele, die in den Handel kamen, werden durch die USK geprüft. Also jedes Spiel wird wirklich angespielt und geprüft auf die Inhalte und erhält dadurch ein entsprechendes Rating, also eine Alterseinstufung. Das ist der klassische Weg. Aber da heutzutage ja Hunderttausende von neuen Spielen jedes Jahr erscheinen über die digitalen Wege, steht natürlich jeder, der sich mit dem Thema Jugendschutz beschäftigt, vor komplett neuen Herausforderungen. Und deswegen wurden ja auch schon neue Wege installiert, wie zum Beispiel IARC, eben eine Online-Plattform, wo eben dann Online-Spiele oder Apps dann auch eingestuft werden können, aber nicht mehr, indem dann Spiele wirklich gespielt werden von einem Prüfgremium, sondern wo der Entwickler dann einen Fragenkatalog ausfüllt und anhand dieses Fragenkataloges dann eben ein Algorithmus berechnet, für welches Alter dann ein Spiel freigegeben ist oder auch nicht. Es gibt natürlich auch immer technische Möglichkeiten, um die Jugend zu schützen. Es gibt ja zum Beispiel Kinderschutzsoftware und Filter, die man einstellen kann in seinem Browser und ähnliche Geschichten. Aber solche Sachen müssen natürlich proaktiv von den Eltern dann möglichst in einem PC oder bei einem Smartphone eingestellt werden. Die sind aber natürlich nicht vorinstalliert oder nicht voreingestellt. Und somit ist das immer auch eine Lücke und auch eine Herausforderung für die Eltern oder andere Menschen, die eben sich mit dem Thema Jugendschutz beschäftigen und jemanden schützen möchten, solche Filter und Schutzmaßnahmen einzustellen. Welche Wirkung solche Altersverifikationssysteme oder solche Altersschutzmaßnahmen, Jugendschutzmaßnahmen haben? Im besten Sinne schützen sie natürlich die Jugend davor, Inhalte zu konsumieren, zu kaufen, die nicht für sie gedacht sind. Dafür sind ja natürlich solche Schutzsysteme natürlich dann auch da. Und natürlich gibt es natürlich auch eine gewisse Aufklärungskampagne, einfach auch hier, schaut hin, liebe Eltern, schaut hin, liebe Käufer, ist dieses Spiel wirklich für euch geeignet? Darf ein 12-Jähriger zu einem Spiel ab 16 greifen? Ja oder nein? Natürlich nicht. Das muss er selbst wissen und erkennen können. Es muss natürlich aber auch genauso der Verkäufer sehen können und erkennen können, dass dieses Spiel nicht für den Käufer geeignet ist. Aber im Grunde ist es immer noch in der heutigen digitalen und auch globalen Welt immer, immer schwerer, dem Kunden vor irgendwas zu schützen oder eben mitzuteilen, dass dieses Spiel oder dieser Medieninhalt nicht für ihn geeignet ist oder ihn vielleicht davor zu bewahren oder dieses Spiel nicht an ihn auszuliefern, weil in der heutigen Zeit, in der globalisierten Welt, in Zeiten des Internets, ist jedes Angebot nur ein oder jedes Neuangebot nur einen Klick entfernt. Und somit natürlich auch Inhalte, die nicht für einen geeignet sind, auch nur einen Klick entfernt. Also eine Einstufung von Spielen oder Medieninhalten nach Genres macht erstmal Sinn. Aber natürlich kann man nicht sagen, dass jede Genre an sich erstmal friedlich oder gewalthaltig ist, gut oder schlecht. Zum Beispiel, wenn ich mal das Genre der Strategiespiele nehme. Klar, in Strategiespielen geht es in der Regel darum, einen Gegner zu besiegen. Also Partei A kämpft gegen Partei B oder gegen Partei C. Aber dann die Art und Weise, wie das dann eben geschieht, wie ich diese Strategie anwende, die kann natürlich unterschiedlich dargestellt werden. Das heißt zum Beispiel, konzentriert sich das Spiel jetzt auf den Aufbau von Gebäuden, also um auch vielleicht eine Logistik, die Struktur und das Kriegerische ist eher im Hintergrund. Oder konzentriert sich das Spiel jetzt eben auf die Darstellung der Gewalt, also der kriegerischen Einsätze? Da gibt es ganz große Unterschiede. Deswegen kann man jetzt nicht pauschal sagen, dass Strategiespiele gut oder schlecht sind. Und somit ist es natürlich auch dann immer schwer zu sagen, ein Genre an sich ist jetzt gut oder schlecht oder muss verboten werden oder sonst irgendwie reguliert werden. Games als Kulturgut, darüber wird oft geredet und ja, man sieht ja auch schon Games als Kultur an. Das Problem ist immer noch ein bisschen die Akzeptanz in der Gesellschaft, was ein bisschen auch widersprüchlich ist, weil Games sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen, jung wie alt. Spielen mittlerweile Computer- und Videospiele, also das heißt eben angefangen von den Kindern, die auf ihrem Nintendo 3DS irgendwas spielen, bis hin zu den vielleicht Senioren, die auf ihrem Handy eine Runde Candy Crush oder Quizduell spielen. Games betreffen jeden, somit ist es ja eigentlich schon ein Medienkulturgut geworden, nur es fehlt noch ein bisschen an der Akzeptanz, weil eben Games gerne als Spielerei abgetan werden, nicht ganz ernst angesehen werden und deswegen denke ich einfach, dass es noch ein bisschen mehr am Image einfach fehlt, an dem gearbeitet werden muss, um Games wirklich als richtiges, etabliertes Kulturgut dann auch zu sehen.